Hallöchen, hallöchen Leute! Alles steht heute im Zeichen des Events. Neues Event bei Farm Together. Diesmal das Musikfestival. Und wie bei allen Events ist eigentlich das Ziel, verschiedene Dinge anzubauen, zu ernten in größeren Mengen. Möglichst zusammen, kann man ja gemeinsam machen. Um dann tolle neue Items freizuschalten. Und im Musikfestival, das hier das erste. Die Xylophonplatten, die sind der Hammer. Hört ihr das? Die machen. Finde ich gut. Habe ich gleich hier einiges bei mir auf der Farm ausgelegt. Die Xylophonplatten sind das erste, was man freischalten kann. Dann kriegt man hier diesen netten Hut, das Outfit von der Kleinen. Dann gibt es, oder was ist das? Genau, hier eine neue Geste. Ja, Partygeste. Immer schön den Rücken durchstrecken. Sehr schön. Und natürlich das hier, was ihr hier seht. Die tolle Konzertbühne. Und da könnt ihr sogar rauf. Aber ich glaube, da kann man nichts weiter machen. Am Schlagzeug. Als Mikro habe ich es noch nicht geschafft, ranzukommen. Da hinten, da kommt man ran. Das spielt so was, läuft da keine Musik. Aber gut, es ist halt alles Deko. Hier, Ziel ist es, diese musikalischen Wurzeln anzubauen und zu ernten. Und es gibt insgesamt 4 Stufen. Beim ersten Mal müsst ihr 300 anbauen. Die brauchen 3 Stunden unbewässert Wachstumszeit. Und ihr kriegt, seht ihr unten, Diamanten raus. Dann bei 900 wird das nächste freigeschaltet, bei 1800 und dann 3200. Beim letzten Event mussten wir diese Windräder machen, 8000 davon. Diesmal war es easy, 3200. Und zwischendurch schaltet sich dann noch der Kastanienbaum frei, den ihr für immer behalten könnt. Kann man, ist begrenzt auf 36 Stück. Und da müsst ihr beim ersten Mal 50 und dann 200 Stück ernten. Und dann habt ihr hier das Musikfestival auf 100%. Geht echt fix. Es sind jetzt immer noch 12, 13 Tage. Und man kann sich da schöne, nette Sachen holen. Wie gesagt, diese Xylophonplatten, die finde ich persönlich total super. Ja, wie geht's am schnellsten? Natürlich bewässern, ja, die musikalischen Wurzeln. Ich habe die jetzt nur als Deko hier nach vorne geholt. Da im Hintergrund seht ihr sie. Da hinten, da sind sie alle bewässert. Ich habe mir noch eine zweite Farm, also meine alte Farm, da habe ich die auch gemacht. Also theoretisch könnt ihr euch... ja, 10 Farmen mal stellen, die alle Geld und ein bisschen gelevelt sind. Und dann könnt ihr das halt ratzfatz nebenbei fertig machen. Wenn ihr mit Kumpel zusammen spielt oder mit irgendwem zusammen verschiedene Farmen bewirtschaftet, dann erntet über Kreuz. Wie bei allen Events, wenn jetzt ein Kumpel zu euch kommt und der erntet eure Event-Sachen, also in dem Fall hier die musikalischen Wurzeln, dann zählt das für ihn und für euch. Im Umkehrschluss geht ihr dann zu ihm und erntet und so haben beide das Doppelte davon. Das ist so, dann geht's schneller. Gerade für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben. Dieses Event hier fand ich diesmal doch relativ schnell erledigt. Manche, da muss man dann doch schon ganz schön Gas geben. Gerade wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, das war's eigentlich schon. Das sind die Infos zum neuen Event. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Event gefällt. Wie weit ihr schon seid und wie findet ihr diese Xylophonplatten? Ich finde die toll. Ich finde die einfach toll. Ja, dann sage ich mal, ciao und bis zum nächsten Mal.